Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Ja, wir haben letztes Mal heldenhaft den Eisdrachen besiegt. Und jetzt fehlt uns ja eigentlich nur noch einer in unserer Drachensammlung, und zwar der Steindrache. Ich muss kurz überlegen, wo sich der befindet. Ich glaube, aber ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Warte mal, wir quatschen erstmal hier. Wirklich? Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das hätte ich dir vorher. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Das kennen wir alle schon, vielen Dank. Das hätte er doch was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich das Auge Innos aufzuladen. Sonst ärgere ich mich wieder in Grund und Boden, wenn wir vor dem Drachen stehen und das Auge ist nicht aufgeladen. Das ist hatten wir jetzt noch nicht, bekannt. Aber wäre das war genauso, wie du sagst. Eine komische Premiere. Deshalb machen wir das jetzt gleich am besten. Und ich hoffe, wir können den irgendwie besiegen. Und und ich hoffe, da sind nicht so viele komische Gegner, Stein-Golems oder was weiß ich. Aber ich gehe mal davon aus, dass da bestimmt ein Haufen Stein-Golems sind. Mit Sicherheit. So, ich guck mal gerade. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass der hier irgendwann mal wieder Spruchrollen bekommt, aber es sieht schlecht aus. Der bekommt keine Spruchrollen. Ah, Pheros Schwert haben wir ja auch noch. Das können wir dem gerade mal zurückbringen. Da wird er sich freuen. Richtig, richtig. Das hatten wir ja auch. So, das verkaufen wir erstmal alles hier. Den braucht auch keiner. Das braucht keiner. Oh, wir haben sogar noch eine bessere Armbrust gefunden als unsere. Das ist nicht schlecht, können wir gleich anlegen. Ansonsten haben wir hier nichts wirklich. So, die Armbrüste, das ging ja mit Stärke, glaube ich. Oder? Ja. Sehr schön. So, wo ist er? Ich glaube, das war er, ne? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Okay, wo kommst du her? Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Ihr Paladiner habt versagt, wenn du mich fragst. Was haben wir? Nichts hast du nicht gehört. Wo sind deine Leute jetzt? Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Ohne mich. Und was weißt du noch über den Krieg? Ich glaube, wir müssen ihn erstmal ausquatschen, bis er... Weißt du noch mehr über den Krieg? Schon lange nicht mehr bei deinem König gewesen, was? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Okay, irgendwie können wir ihm sein... sein Schwert nicht mehr zurückgeben. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Man weiß gar nicht mehr, das man ist irgendwie soll. Komisch. Okay, ich glaube... für die Quest sind wir zu spät. Die hätten wir, glaube ich, ein Kapitel vorher abschließen müssen oder so. Naja, was soll's. So, jetzt stürzen wir einmal wieder... obligatorisch hier hinunter. Das darf nicht fehlen. An jedem Folgenstart müssen wir einmal hier die Rampe runterstürzen. So, zum Steindrachen geht es. Ja. Geht es, soweit ich mich erinnern kann. Ja, Schnauze. Geht's hier hinten lang? Ach, und was freue ich mich. Ach, was freue ich mich. Wir können bald wieder Stärke erhöhen.
So, jetzt schickt's aber mal hier, Kollegen. Weg mit euch. Schlösser knacken können wir uns eigentlich jetzt sparen. Das brauchen wir jetzt in... Oh, Leute, ey, es reicht. Oh, Leute. Das brauchen wir jetzt in dem Abschnitt vom Spiel nicht mehr. So, wir schwimmen einfach. Schnauze voll. Hujajaka. Jetzt geht weg. Hui, da sind aber ganz schön viele. Ich kann es zwar nicht erkennen, aber... Aber da sind viele. Wollen wir noch ein paar Orks schlachten? Oh, der Nachbar bohrt wieder. Das ist schön. Ich hoffe, man hört es nicht. Furchtbar. Immer wenn ich aufnehme, bohrt entweder der Nachbar oder der Kater flippt aus. Noch ein Haufen Orks und noch mehr Orks und überall Orks. Können wir hier gefahrlos runterhüpfen? Ich hoffe es. Würde uns wahrscheinlich aber nicht viel bringen. Na toll, jetzt warten wir hier durch die Gegend, oder was? Dank Grafikfehler. Oh, jetzt können wir wieder laufen. Hui. Gut, hätten wir jetzt nur laden können, aber es ist... Oh. Das ist egal. So. Hier hoch. Oh. Yippie. Feuerwehrhahne. Yippie. Meine Freude ist unbeschreiblich. Und das Vogelgezwitscher ist ganz schön laut, ey. Das tut tierisch weh im Kopf. Oh. Warte mal, ich pfeife mir das mal hier schnell rein. Machen wir mal Butlerfleisch. Dann sparen wir uns mal so ein bisschen die Heiltränke wenigstens. Warte mal, da ein Topf 20, das ist ganz gut. So. Ach, Feuerwarane. Ach, verdammt. Habe ich ja gar keine Lust drauf. Oh, deshalb ist es ganz praktisch, dass wir uns da gekonnt vorbeischleichen können. Oh. Wer ist das? Who is this? Ich kenne sie nicht. In meinem Ernst, die kenne ich wirklich nicht. Die habe ich noch nie hier vor dem... Steintrachen gesehen, den Gorn und so. Oder ich kann mich schlicht und ergreifend nicht mehr dran erinnern. Hey. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Ja, nee, eigentlich nicht. Was machst du denn hier oben? Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper, alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Ich verstehe. Und übrigens eine tolle Rüstung, die du da trägst. Die kennen wir ja auch noch irgendwoher. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Wo ist dieser Wolf jetzt? Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Damals war er einer der Söldner hier in der Kolonie. Vermute, dass er immer noch mit den Jungs rumhängt. Aber den Typ haben wir noch nie in der Kolonie gesehen gehabt. Also der hat da nicht so... Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Tja, ich gehe mal davon aus, dass wir da bestimmt auch zusammen hochgehen können. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Sicher, warum nicht? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. Aha.
Aha, aha, aha. 3, 6, 9, ja, machen wir. Blut entnimmst du am besten an seiner Bauchseite. Such eine weiche Stelle und stich mit dem scharfen Messer zu. Machen wir das nochmal. Ja, ja. Schuppen machen wir auch. Drachenschuppen sind sehr hartnäckig. Aber gerade wenn du glaubst, du schaffst es nicht, löst sich das Ding von dem Rücken des Drachen. Dann, was willst du wissen? Ja, ja. Machen wir dieses ebenfalls. Crawlerplatten musst du mit einem stabilen Messer aus dem Rücken dieser Biester schälen. Okay. Ja, ich glaube, das kommt jetzt etwas zu spät. Denn wir haben ja nicht mehr so viele Drachen zum Ausnehmen. Hier hast du dich also verkrochen, alter Mann. Hier hast du dich also verkrochen. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Nee, nicht wirklich. Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Nachts brennen dort Lichter und ich kann Schreie hören. Ein Drache? Oder vielleicht Lester? Vielleicht ist es Lester, der in seine alte Felsruine zurückgekehrt ist. Kann nicht sein. Soviel ich weiß, wohnt Lester dort oben nicht mehr. Lester, der oben von der Ruine runter schreit? Ein Drache vielleicht? Ein Drache? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären. Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Was für Unholde sollen das sein? Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, was uns erwartet. Und was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Du meinst noch mehr, als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Eine Orknaller. Unglaublich. Hier, kannst du mir helfen, in die Festung zu kommen? Ich weiß nicht so recht. Ich habe Angst, dass die Orks genau in dem Moment losschlagen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Das ist Paranoia. Kann's nicht ändern. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich zu spät käme, verstehst du? Andererseits, was soll's? Wozu bin ich hergekommen? Lass uns die Ebene stürmen und den Weg zur Festung freikämpfen. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Außerdem will ich mir die Biester da oben mal aus der Nähe ansehen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Yippie, Gorn kommt mit uns. Haben die denn hier ein Bett vielleicht? Nö, ne? Sehr schade. Kein Bett für uns, also müssen wir das in der Nacht machen. So, Gorny Boy, dann los. Lass uns angreifen. Wie in alten Zeiten, was? Aber ich sag dir was. Das wird meine Schlacht. Diesmal werde ich vorangehen. Ja, huch, dann tu das mal. Hab ich nichts dagegen. Nur ziehe ich schon mal mein Schwert. Und sammel die Heilwurzel. Mach doch langsam. Warte doch auf mich. Oh, oh. Wenn wir ja bessere Armbrustschützen wären. Aber das sind wir leider nicht. Wir sind schlechte Armbrustschützen. Bam. Bam. Das klappt ja ausgesprochen gut. Ich bin begeistert von dir, Gorn. So gut klappt das. Da ist diesmal, Nein. Es ist...
kein Steingolem. Den Viechern ordentlich Saures. Ja, mach ich doch. Ich hab ihm doch voll auf die Fresse gegeben. Volle Möhre. Und die bringen so gut Erfahrungen. Das sind aber ganz schön viele. Ups. Hallo? Entschuldige, Gorn. Heil dich mal. Komm, genau. Suff dir mal einen rein. Und noch einen. 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 So, dahin die Platte. Und wir speichern. 11 Punkte. 11 Lernpunkte. War ja ein Kinderspiel. So, mein Freund. Den Rest musst du allein erledigen. Heiz ihn ordentlich ein. Ich werde zurückgehen, die Orks im Auge behalten. Kein Problem, ich sehe dich. Hoffentlich. Ach ja, und beim größten Spaß verzieht er sich dann das... Komm her, Mistvieh! Genau. Gib Mach den ruhig nochmal platt. Saures. Das erleichtert mir meine Arbeit. Na... Gorn, hilf uns! Gorn! Gorn! Gorn, Hilfe! Oh! Könnte das vielleicht klappen? Ich glaube nicht, aber... Wie sollte das klappen? Ja, okay. Dann versuchen wir es auf die normale Art irgendwie. Aber ich glaube... Oh. Da ist nichts. Okay, das klappt besser als erwartet. Und ich mache mir so in die Hose wegen so einem popligen Steingolem, ey. Zwei Schläge, bam, tot. Da sind ja die Echsenmenschen noch gefährlicher. Und da geht es auf zu unserer letzten Schlacht hier im Miental. Komm sehr, junge Mann. Hier gibt's Saures! Aua! Merkwürdig, manchmal machen sie viel Schaden, manchmal machen sie gar keinen Schaden. Das ist irgendwie echt merkwürdig. So, gespeichert haben wir jetzt, glaube ich, genug. Und wenn wir den Drachen besiegt haben, gibt es auf jeden Fall eine neue Stufe. Ja. Kacke, ey. Gut, das klappt auch wieder besser als erwartet. Bis auf die Tatsache, dass wir gleich tot sind. Hauen wir uns erstmal hier alles rein, was wir hier so haben. An Happa Happa. Auch die Waldbeere, nein, die Haiwurzel. Und da sind unsere Freunde. Unsere geflügelten, nervtötenden Freunde. Oh. Aber die halten ja nun nicht wirklich was aus. Die sind ein leichtes Spiel. Was liegt hier? Da ist nichts zu. Okay. Der liegt hier einfach rum. Spruchrolle, oh mein Gott. Man merkt, ich speichere wie ein Irrer. Das war knapp. Lederbeutel und noch eine Spruchrolle. Dann hauen wir uns erstmal den Lederbeutel auf. Wo ist er? Da.
100 Gold, yay. Und natürlich wieder speichern und... Oh, Bergkristall können wir uns... Na, hätten wir uns eigentlich sparen können, egal. Was atmet da so komisch? Ist das der Drache? Oder ein Dämon? Oder was weiß ich? Ah, komm her, du Alte. So, hier gab es ja einen Hebel. Der dort hinten. Genau. Eigentlich irgendwo eine Geheimtür öffnet. Oh. 250 Gold. Und eine Laborwasserflasche und eine Alchemietisch. Also selbst wenn wir was vergessen hätten, hätten wir es hier nochmal aufladen können. So, was passiert denn jetzt hier? So, jetzt geht's auf. Eben haben wir es aus Versehen, glaube ich, wieder zugemacht. Oh. Oh oh. Boah. Die knüppeln rein. Können wir die öffnen? Wow. Die können wir tatsächlich öffnen. Das ist ja unglaublich. Die natürlich nicht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, das war klar. Eine Belia-Statue. Hier könnten wir, wenn wir Lust hätten, die Klaue Belias verbessern. Ja, nee. Nee. Brauchen wir nicht. Nee. Wir machen das so. Mit unseren normalen Waffen. Guten Tag, der Herr. So, ach, wir sind sowieso gleich eine Stufe oben. What's this? Eine Spruchrolle, ein Lederbeutel und da habe ich noch was gesehen. Eine Folteraxt und eine Fischsuppe und ein Toter und ansonsten nix. Ja, wie kommen wir denn jetzt zu dem Drachen? Da musste man doch irgendwo... Huch. Silberteller, da liegt auch noch was. Ja, toll. Hier musste man doch irgendwo die Zange aufnehmen. Nein, hier hoch irgendwo, irgendwie bei den Trümmern. War denn das? Hä? Echsenmensch, Echsenschell. Ich hab gerade keine Ahnung. Wie wir da hinkommen? Um ehrlich zu sein. Ach, warte mal. Oder ging das von außen? So. Hinfort mit dir, du alte Hexe. So, hier kann man sich erinnern. War damals die Stelle, wo wir den Fokus geholt haben. Ach, ist das schön. Fast so, als wäre es gestern. So, ich guck mal gerade, was wir da für Waffen gefunden haben. Wahrscheinlich nichts Tolles. Belegnagel, aha. Oh, mein Hals. Folteraxt, die ist gar nicht so schlecht, wenn wir zwei Hand hätten. Genau, hier muss man nämlich hoch. Da ist noch eine Heilwurzel, da hinten ist noch so eine alte. Das können wir nicht öffnen. Da haben wir noch einen Trank. Oh.
Gut, hier sind wir richtig. What is this? Butlerfleisch, das können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. So für zwischendurch mal zum Heil. Die kleine Heilung zwischendurch und eine Spruchrolle und noch eine... Ach. Ja, komm her. Irgendwie treffen wir die nicht. Na gut, mach's gut. Dann mach es gut, du ekliger Apje. So, ich schau nochmal hier hinten gerade. Okay. Okay, da hinten schauen war keine gute Idee. Aber wir haben es überlebt. Unglaublich. Oh. Oh, wow. Das ist jetzt ja total. So, haben wir hier nicht noch irgendwas? Nein, ne. Gut, dann einmal wieder hier unsere Nahrung. Schinken ist auch nicht schlecht. Hier die Heilwurzel und das Heilkraut machen wir auch noch. Und ein Tränkchen. So, gibt's hier drinnen noch was? Ja, ein paar Tränke. Und ansonsten nix. Nee. Sonst gibt's nix hier. Und da vielleicht auch nochmal was? Nee. Aber bestimmt Echsenmenschen. Nee, ein Golem. Und da wären wir die Stufe gestiegen. Ja! Ja! Und eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Vom Schlösserknacken, ja, verstehe ich nicht. Das war klar. Ich weiß, du verstehst davon nichts, du armer, armer Kerl. Schlösserknacken ist wahrlich nicht so seins. So. Oh, nein. Okay, die Lady ist auch wieder hier. Und da oben hat irgendeiner gerade seine Waffe gezogen oder mehrere. Ich gehe davon aus, dass es Echsenmenschen sind. Ja, selbstverständlich. So, ich versuche gerade mal, treffe ich den damit jetzt? Natürlich nicht. Ich frage mich, warum ich die Harpien damit treffe, aber die nicht. Das ist merkwürdig. So, komm her. Na, komm her. Pam, 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 au, au. Ach, hör doch mal auf damit. Schwefel. Und es sieht so aus, als ob wir uns dem letzten Drachen... ...immer mehr nähern. Heilwurzel, toter Drachenjäger, das sacken wir alles ein hier. Dann noch eine Heilwurzel? Nein. So, komm her. Da ist aber noch ein Trank, den ich gerne haben würde. Und zwar ein toller Mana-Trank, den wir total gut gebrauchen können. Yay, Mana-Tränke, immer gern gesehen. Butlerfleisch. Der Kronstöckel. Der gute alte Kronstöckel. Schinken haben wir ja auch noch. Na komm, einer noch. So, dann sind wir wieder geheilt. Wir sind geheilt. Wir können wieder sehen oder laufen oder... Was weiß ich. Oh. Aha. Na gut. Um den kümmern wir uns dann heroisch in der nächsten Folge. Also, bis denn. Tschüss.